Stellt euch vor, ich habe ein Unternehmen gegründet, welches Sportwagen produziert. Leider läuft zurzeit einiges nicht richtig. Schauen wir uns die Probleme meines Unternehmens an. Ich habe dir gesagt, du sollst das so nicht machen. Du hast mir nichts zu sagen. Diese Konflikte würden bei einer einwandfreien Unternehmensorganisation, welche regelt, wer für zuständig ist und wie die Arbeitsprozesse zu erfolgen haben, nicht auftreten. Der Auftrag kann leider nicht fristgerecht abgewickelt werden. Mit einer gut organisierten Arbeitsvorbereitung und Produktionsplanung Steuerung wäre es nicht so weit gekommen. Leider übersteigen unsere Kosten unsere Erlöse und wir wissen nicht, zu welchem Preis wir unseren Sportwagen verkaufen sollen. Hätten wir eine Kostenrechnung durchgeführt, wüssten wir, welche Kosten anfallen und zu welchem Preis wir unseren Sportwagen anbieten können. Es gibt Probleme bei unserem neuen Projekt. Die Termine können nicht eingehalten werden und es gibt Streitigkeiten im Projektteam. Know-how im Projektmanagement würde dabei helfen. Dies beinhaltet nämlich die Koordination, Planung und Steuerung aller Aufgaben eines Projektes. Wenn das hier so weitergeht, werde ich aufgrund meiner Rückenschmerzen in den Krankenstand gehen müssen. Anscheinend wurde bei der Arbeitsplatzgestaltung nicht aufgepasst. Dies hätte mir meine Rückenschmerzen möglicherweise erspart. Leider ist die Qualität unserer Sportwagen nicht zufriedenstellend. Wenn man ein Qualitätsmanagement im Unternehmen etabliert hätte, würde dies zur Steigerung der Qualität und somit zu zufriedenen Kunden beitragen. Wie es aussieht, wurden viele Bereiche der Betriebstechnik in meinem Unternehmen nicht berücksichtigt und dies schadet jetzt dem Erfolg. All diese Themengebiete lernt man im Fach Betriebstechnik und macht den Wirtschaftsingenieur heutzutage unabdingbar für Unternehmen.